unbefleckt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, weil ansonsten ist der Südwesten immer sehr, sehr bevölkert von deutschen Busreisegruppen 60 plus. Aha. Und dass die dieses Jahr vielleicht ein bisschen wegbleiben, sodass da ein bisschen mehr Platz ist für uns. Ja. Und so Cliffs of Moher, diese klassischen Touristenorte, ja, da warst du wahrscheinlich überall schon. Nee, deswegen, da war ich noch nicht. Ach so. Und, weil, naja, ja, weil das kostet abartig, da kostet ein Hotelzimmer in der Saison 150 Euro pro Nacht, weil halt diese ganzen Busgruppen da abgeladen werden. Ja, wobei, also die irischen Preise sind ja eh ein bisschen saftiger. Also ja, ich kann mich noch an das Pint erinnern, dass das Doppelte gekostet hat von unserem halben Liter. Ja, aber also ich hoffe, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen dann von den Preisen erträglicher und erschwinglicher wird, weil ja, schon auch ein gewisser Effekt hier drüben ja zu spüren ist. Ja, wobei, also in MacPom wird es eher teurer als billiger. Mhm. Ja, wir planen jetzt auch so ein Familien-Get-Together im Juni. Und da die nur 60% belegen können, müssen die irgendwo ihren Umsatz herkriegen. Und dann macht es das immer halt teurer. Und sind jetzt schon überbucht. Na, wir warten mal ab, also wie sich das alles entwickelt. Hier drüben ist ja noch bis 30.06. erstmal Ausgangssperre. Bis dahin. So, ihr Lieben, wir starten jetzt. Jo, super. Bin bereit. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zum weiteren Teil Sicher durch die Krise und Teil 3 von 4, wie immer, mit der Moritz Consulting. Heute haben wir den Paul dabei von Moritz Consulting und den Dr. Erik Malchow. Erik in kurz. Hallo. Paul kennen wir ja schon. Erik, sagst du ein Wort zu dir vielleicht? Sehr, sehr gern. Also ich bin bei Moritz Consulting zuständig für die Kommunikationstrainings und auch für interkulturelle Kommunikation, ein bisschen Marketing und mache sehr viele Präsenztrainings, jetzt auch mittlerweile Webinare und freue mich auf diesen Austausch hier zum Führen auf Distanz, hoffentlich soziale Nähe und nur physische Distanz. Ja, was übrigens ein super spannendes Thema ist, also den Titel fand ich schon toll, Digitalisierung, digitale Nähe in Zeiten körperlicher Distanz. Bin gespannt, was heute auf uns zukommt. Bevor ich das Wort an Paul weitergebe, die Anmerkung, wenn ihr Fragen habt, nee, erstmal das Allerwichtigste, könnt ihr uns hören, dann tippt mal bitte eine 1 in die Chatbox, dass ich weiß, dass ihr uns alle hören könnt. Einfach eine 1, wenn Bild und Ton okay ist. Chatbox auf der rechten Seite, wenn sie nicht aufgeklappt ist, dann bitte aufklappen. Da kommt eine 1, die 1 kommen, wunderbar, dann ist Ton und Bild in Ordnung. Super, perfekt, danke euch. Also, im Chat können wir uns austauschen während des Webinars. Es gibt außerdem den Reiter Fragen. Wenn ihr also Fragen während des Webinars habt, dann stellt die in dem Reiter Fragen. Das hat folgenden Hintergrund. Hier werden die Fragen gesammelt. Ihr seht, was die anderen schon an Fragen gestellt haben. Und alles, was dort drin steht, können wir im Anschluss dann der Reihe nach abarbeiten mit Paul und Erik. Und ganz wichtig, es gibt den Punkt Handouts. Hier haben wir ein PDF vorbereitet, also nicht wir, sondern Moritz Consulting, mit Informationen zum Webinar heute, mit den wichtigsten Fakten nochmal zusammengefasst und mit dem Kontakt. Sollten also irgendwelche Fragen tatsächlich später auftauchen oder aufgrund der Zeit heute nicht beantwortet werden können, findet ihr da nochmal den Direktkontakt, um eure Fragen zu stellen. So, damit wir alles in der Zeit schaffen, werde ich nicht wie sonst ewig rumquatschen, sondern ich erteile das Wort direkt dem Paul. Paul, los geht's. Ja, schönen guten Morgen aus Irland dann auch wieder an dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir heute unser drittes Webinar zum Thema Digitalisierung, also digitale Nähe in Zeiten körperlicher Distanz durchführen. Und ja, auch schon schnell in das Thema reinzukommen, ist es so, dass wir letzte Woche hatten wir das Thema Homeoffice und da haben wir mit euch auch schon viele Dinge besprochen, also was sich im Homeoffice jetzt gerade für uns im Arbeitsalltag als Unternehmen, als Teams, aber auch als Einzelperson ändert. Und auch so hat die Digitalisierung ja einen riesengroßen Einfluss auf unsere Arbeits- und Geschäftswelt sowie auf uns als also
Persönlichkeiten. Und vor allen Dingen wollen wir euch da auch wieder Strategien und Handlungsempfehlungen aus unserem Arbeitsalltag aufzeigen, was wir so in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch in der letzten Zeit umgesetzt haben. Und es ist ja so, dass die Arbeitswelt sich ja aufgrund der Digitalisierung schon sehr, sehr stark verändert hat. Ja, also hätte mir jemand erzählt, dass wir vor 4-5 Jahren jetzt Online-Webinare geben, hätte ich wahrscheinlich eher so die Stirn gerunzelt. Siehe da, jetzt sitzen wir da aufgrund der Krise, aber nicht nur aufgrund der Krise, sondern wir haben auch vorher schon geplant, Webinare und auch eine gewisse Digitalisierung bei uns im Unternehmen einzuführen. Aber die Krise beschleunigt jetzt gewisse Sachen und da sind wir ja auch schon mal bei dem ersten Punkt, der, sage ich mal, so positiv durch die Digitalisierung mit sich gebracht wird. Also dass gewisse Dinge, wofür wir jetzt früher nie Zeit gehabt haben, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen können und die auch also ja schneller vorantreiben, schneller umsetzen. Und wichtig finden wir also bei dem Thema Digitalisierung, dass es nicht nur darum geht, also sich mit dem Einführen und mit dem Umgang also neuer Technologien auseinanderzusetzen. Also es geht nicht nur darum, neue Programme kennenzulernen, ja, oder also in dem Fall zum Beispiel bei uns war das auch ein Projektmanagement-Tool oder ein Server. Es geht vor allen Dingen bei dem Thema Digitalisierung um den Umgang und die Veränderung für den Arbeitsalltag, was Prozesse, Aufgaben, Strukturen, Verantwortlichkeiten betrifft und somit das Thema Einstellung und Haltung. Denn nichts ist wichtiger aus unserer Sicht und hat einen größeren also Einfluss als unsere Einstellung und Haltung. Und da hat Winston Churchill auch mal ein sehr, sehr schönes Zitat geprägt. Also unsere Einstellung und Haltung ist ist eine kleine Sache, aber sie macht einen großen Unterschied. Und das ist auch beim Thema Digitalisierung so, denn wenn man so möchte, die fachlichen Kompetenzen, ja, wie zum Beispiel das Handling in einem Programm oder mit einem Tool, das kann erlernt, das kann geschult werden. Aber wie ich mich diesem Thema annähere, wie ich mich mit diesem Thema auseinandersetze und vor allen Dingen, wie ich mit dem Thema umgehe und das in meinen Arbeits- und Unternehmensalltag integriere und dann auch umsetze, das ist die entscheidende Sache aus unserer Sicht bei dem Thema auch Digitalisierung. Und wir haben das auch im Team mal so besprochen, denn wie gesagt, auch wir kommen an dem Thema Digitalisierung nicht vorbei. Im Endeffekt haben wir das mal so beschrieben als also ein Bild, die Digitalisierung und die neuen digitalen Medien sind, wenn man so möchte, ein neues Handwerkszeug, ein neues Tool. Ja? Und das, was wir immer noch machen, die Inhalte sind größtenteils dieselben, beziehungsweise sind natürlich in einem anderen Kontext denn da. Also, dass man jetzt nicht Teamarbeit, also von mir aus im Büro oder im Arbeitsalltag im Unternehmen bespricht, sondern digitale Team, also Meetings hat oder digitale Teambildung. Und nichtsdestotrotz sind die beiden zwei entscheidenden Faktoren bei diesen ganzen Themen, die wir haben, die Themen Führung und aber auch Kommunikation. Denn Führung hat auch, also das haben wir im letzten Webinar besprochen, Führung beginnt immer bei einem selbst und somit auch bei mir selbst, also beim Thema Selbstführung. Und Kommunikation ist, wenn man so möchte, das ganze verbindende Element, denn wir machen nichts anderes in Zoom-Meetings, in Skype-Meetings, in Online-Teamkonferenzen oder Webinaren, als miteinander auch in den Austausch zu kommen und auch zu kommunizieren. Und da auch nicht nur auf der verbalen Ebene, sondern auch nonverbal, denn wir sehen uns gegenseitig oder im besten Falle bei Team-Meetings, sodass wir also ja da auch reinkommen. Da haben wir jetzt auch, jetzt sind wir bei den Slides. Und genau, also Digitalisierung, digitale Nähe in Zeiten körperlicher Distanz. Und wie gesagt, also nochmal als Eingang, das Thema Digitalisierung aus unserer Sicht ist ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr komplexes. Und das in seiner ganzen Fülle heute auch zu besprechen, also da würden wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, das also auch in einer gewissen Qualität zu machen. Und von daher also haben wir so ein Stück weit auch den Fokus gelegt und wollen mit euch besprechen, also welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf das Thema Führung, auf das Thema Kommunikation und auch auf die Zusammenarbeit im Team. Und wie also bei allem darum geht es auch darum, dass natürlich sich gewisse Verhaltensweisen damit ändern. So werden wir auch immer so ein Stück weit das Thema Persönlichkeits- und Teamentwicklung auch mit angucken und anschneiden.
Wir haben auch in der letzten Woche schon ganz, ganz viel im Thema Homeoffice über die Themen, also Zeit- und Selbstmanagement, Voraussetzungen, also technischer Natur und auch also was Routinen und Arbeitsplatzorganisation betrifft. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz eingehen, denn einige dieser Voraussetzungen gelten natürlich auch für die Digitalisierung, ja. Denn es ist natürlich wichtig, und das ist nochmal hier, das macht dieses Chart aus unserer Sicht sehr, sehr deutlich, also dass es einen gewissen Nachholbedarf auch bei der Digitalisierung deutscher Arbeitsplätze gibt. Also wenn ihr euch mal links das Bild anguckt, da geht es darum, was man alles noch braucht heute. Also der durchschnittliche Arbeitsplatz sieht immer noch so aus, Internet mit WLAN-Verbindung oder einen stationären Computer teilweise sogar noch. Wir haben den Festnetztelefon, Faxgeräte, muss ich ehrlich sagen, sehe ich schon weniger, aber es gibt auch noch ein paar Faxgeräte, einen Drucker und dann auch noch Schreibtisch, also Schreibmaterial und Bürozubehör. Und ihr seht, dass sich das in Zukunft auch ein Stück weit entschlacken wird und vor allen Dingen verändern wird. Also wir werden viel mehr mit digitalen Medien arbeiten, Smartphone, Tablet, Laptop, ja. Dann haben wir gewisse Equipments für also Videotelefonie. Zum Beispiel, ich hatte jetzt also am Wochenende Geburtstag und meine Frau hat mir jetzt auch, also ich weiß nicht, ob das, sage ich mal, ein Wink mit einem Zaunfall ist, aber sie hat mir so ein kleines Mikrofon zum Anstecken gegeben und auch also Ohrenkopfhörer, die ich heute leider noch nicht verwende, weil ich sie noch nicht installiert habe. Aber ich werde es dann beim nächsten Mal hoffentlich euch zeigen können. Ja, WLAN, Cloud-Speicher und gut, digitaler Stift, da weiß ich jetzt noch nicht, wie fern fortgeschritten die Technologie ist, aber es gibt ja schon diese Stifte, mit denen man auf dem Tablet schreiben kann und wo man auch gewisse Sachen schon also dann direkt auf dem PC hochladen kann. Also das sind so auch Sachen, wie sich die Digitalisierung entwickeln kann und was so für positive Effekte dann auch bei dem Arbeitsplatz von morgen mit sich bringt. Dann haben wir noch sage ich mal, die Schattenseite der Digitalisierung, ja, das wollten wir auch nicht also hinter dem Vorhang behalten. Natürlich gibt es auch gewisse Berufsgruppen und auch Professionen, die natürlich unter der Digitalisierung leiden. Vor allen Dingen sind das Berufe in der Industrieproduktion, naturwissenschaftliche, also sozusagen, und IT-Dienstleistungsberufe. Da ist es natürlich die Austauschbarkeit sehr, sehr hoch. Vor allen Dingen auch, also werden wir sehen, da kommen wir heute dann noch im Laufe des Webinars dazu, welche Berufsgruppen in Anführungsstrichen Gewinner der Digitalisierung sein können und werden aus unserer Sicht. Und was wir hier nur aufzeigen wollten, ist also, dass es natürlich nicht nur die positiven Seiten gibt, sondern dass es natürlich auch eine Veränderung in der Arbeitswelt geben wird. Denn ja, es ist so, durch neue Technologien werden gewisse Arbeitsschritte, Prozesse und Aufgaben automatisiert. Dadurch wird sozusagen in Anführungsstrichen Handarbeit durch den Menschen, also die wird wegfallen. Heißt aber aus unserer Sicht nicht, dass wir dann irgendwann alles nur noch Robotern überlassen, sondern da gucken wir jetzt gleich im Anschluss darauf, sondern wie wird sich die Arbeitswelt daraufhin anpassen und auch verändern aus unserer Sicht und wie hat sie sich auch schon verändert. Ja. Dann kommen wir erstmal so zu den Voraussetzungen, also für die Digitalisierung und was aus unserer Sicht wichtige Schritte sind, damit also Digitalisierung auch im Unternehmen wirksam ist und auch funktioniert. Und bei uns, also an unserem Unternehmen, mal ein Beispiel genannt, war es so, dass wir natürlich erstmal geguckt haben, was brauchen wir hier als Team für Kompetenzen? Also wenn man so möchte, ist es so, dass meine Mutter das Unternehmen vor 15 Jahren als Ein-Mann-Frau oder als Ein-Mann-Show gestartet hat, ja. Und dann war es so, vor 5 Jahren sind wir in unserer Entwicklung dazu gekommen, dass was unsere Projekte, unser Auftragsvolumen betraf, also das immer mehr wurde und dass wir also uns auch dann personell und im Team verstärken mussten. Bis dahin haben wir zu dritt gearbeitet. Das heißt also, es waren Absprachen auf dem Flur bei uns zwischen Tür und Angel möglich. Wenn einer mal im Seminar oder in einem Training war, hat man sich in der Pause mal kurz angerufen und hat also kurz gesprochen, was es am Tag gibt. Und in recht kurzer Zeit sind wir von 3 auf 10 gewachsen und unsere alten Strukturen und Prozesse haben nicht mehr funktioniert. Und wir mussten uns dann, also im Endeffekt, oder haben uns dann gefragt, was können wir und müssen wir auch verändern,
damit der Informationsverlust nicht so groß ist, damit also jeder noch immer weiß, wo kann er gewisse Informationen und auch Dateien zum Beispiel abrufen und auch also allen Leuten überall, dadurch, dass wir eine sehr, sehr hohe Reisetätigkeit haben, auch zur Verfügung stellen. Und dafür war für uns im ersten Schritt klar, bevor wir ganz teure Technik kaufen, Programme, Lizenzen, braucht es erstmal die ausreichenden Kompetenzen bei unserem Team und bei unseren Mitarbeitern. Und das heißt auch nicht, dass wir also immer alle sofort in Weiterbildungen geschickt haben, die sozusagen bei externen Anbietern stattgefunden haben, sondern wir haben geguckt, welche Kompetenzen und welches Know-how ist bei uns im Team da. Und da ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich, sage ich mal, so zu 80-90% das, was wir brauchten, auch schon aus dem Team also sozusagen anzapfen konnten, das Wissen und das Know-how. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben interne Schulungen gemacht. Also wir haben uns zum Beispiel zum Thema Zeit- und Selbstmanagement mal an einem Wochenende getroffen und sind so ein Zeit- und Selbstmanagement-Profil erstellt und durchgegangen. Ja, Leute oder Teammitglieder bei uns, die sehr, sehr große oder sehr, sehr gute technische Kompetenzen haben, sind mit unseren, also die da nicht so erfahren sind, an ihren Arbeitsplätzen die Accounts durchgegangen, haben das gemeinsam installiert, haben geguckt, dass wir alle Technik so zur Verfügung stellen, dass auch ein jeder sie benutzen kann. Was auch die Programme Word, Excel, PowerPoint, das wird ja immer so als ein bisschen Basics beschrieben, aber auch da gibt es ganz, ganz viele Kniffe und da gibt es auch den einen oder anderen Experten bei uns im Team, mit dem wir uns dann also zusammengesetzt haben. Und so haben wir erstmal über eine gewisse Zeit sehr, sehr viel Input von allen Seiten auch uns gegenseitig als Team gegeben, was im positiven Effekt dann als Nebeneffekt auch Teambuilding war, weil man wusste jetzt, den kann ich in der also Situation ansprechen oder mal anrufen. Hier kann ich mir auch also Input oder neue Ideen holen oder Fragen stellen. Ja? Und das hat auch das Team und das Gemeinsamkeitsgefüge also sehr, sehr gestärkt bei uns. Dann, einwandfreie Technik. Das haben wir letzte Woche auch schon im Bereich Homeoffice besprochen, dass es natürlich wichtig ist, dass wenn man also digital vernetzt ist und miteinander gemeinsam arbeiten möchte, dass natürlich die also Technik stimmt. Das geht also bei dem Internet los, bei einer gewissen Schnelligkeit, die man dann auch, wenn man im Büro ist, also zur Verfügung stellt, aber auch zu Hause guckt, also ist die WLAN oder die Internetgeschwindigkeit, die ich habe, ausreichend. Ja, dass man natürlich guckt auch, wie sind die Laptops ausgestattet, also haben sie alle eine Kamera, haben sie alle ein Mikrofon, sind die ganzen Programme drauf, sind die Zugangsdaten überall verfügbar. Und bei uns ist es so, also dass wirklich einen Tag bevor es ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin zu uns kommt, also dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, einen ganzen Tag also die Technik zu installieren, alle Accounts zu zeigen, wo sind gewisse Dinge abgelegt und dass das also mit in unserem Onboarding-Prozess sehr, sehr auch konkret und breit beschrieben ist, weil für uns ist nichts schlimmer, wenn einer gewisse Informationen nicht abrufen kann, beziehungsweise Technik nicht funktioniert und dann nicht Teil am Arbeitsalltag oder Unternehmensalltag also teilnehmen kann. Ja, dann haben wir noch, also da sind wir letzte Woche schon ein Stück weit drauf eingegangen. Wir wollen euch diese Woche aber auch noch einige Tools vorstellen, denn da kam die Frage letzte Woche, mit was für Tools arbeiten wir? Und da möchte ich erstmal also im ersten Schritt sagen, dass wir in der Apple-Welt leben. Also es gibt ja so Apple und Windows und die so, ja, sag ich mal, so die beiden Hauptvertreter sind. Und wir sind in der Apple-Welt zu Hause, ja. Das heißt also, wir haben uns dann umgeguckt, was für Lösungen sind überhaupt für uns möglich. Und also wir haben uns, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, es gibt nur diese eine Lösung, ja, sondern wir haben auch geguckt, was lässt sich ganz gut kombinieren? Denn also aus unserer Sicht sind es auch immer oftmals die Mittelwege, die funktionieren und also gewisse Kombinationen also zu prüfen. Und da ist es so, dass wir uns dazu entschieden haben, also zum Beispiel für eine Server- und auch eine Cloud-Lösung. Ja? Also das heißt, wir haben einen eigenen Server für interne Daten, für also alles, was unser Büro sozusagen auch abrufen muss, was vertraulich und auch verschlüsselt sein muss. Das liegt alles auf unserem Server. Und dann haben wir eine Cloud, die ebenfalls also auch verschlüsselt ist, auch über unseren Server also sozusagen abrufbar ist. Aber
die auch also für zum Beispiel, wir arbeiten auch teilweise mit Partnern und Kooperationen zusammen, die aber auch auf diese Cloud können und mit gewissen Zugangsdaten sich dann dort einloggen können. Und das ist, sage ich mal, unsere Basis. Ja, das heißt also, das sind die beiden Medien, wo wir Informationen, wo wir Dateien also zur Verfügung stellen und austauschen. Und darauf aufbauend haben wir unser Projektmanagement also angeknüpft und haben uns für das Programm RedBoost entschieden. Da ist es so, dass RedBoost also ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Projektmanagement-Tool ist. Und da war es für uns wichtig, dass wir alle eine Sprache sprechen. Das heißt also, was wir gemacht haben im ersten Schritt ist, dass wir eine Art Team-Meeting also ins Leben gerufen haben und gesagt haben, all diese Aufgaben, all diese Prozesse, die wir bei uns im Unternehmen haben, müssen wir auch in diesem Projektmanagement-Tool abbilden und darstellen und wie kriegen wir das am besten hin. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir also systemisch gearbeitet haben. Wir haben also alle unsere Aufgaben, alle unsere Teilnehmer, alle Mitspieler, die wir so haben, haben wir im Endeffekt also aufgeführt und wir haben sie dann geordnet, geclustert, gelistet und haben Projektphasen und Aufgabenstränge also entstehen lassen. Und da ist es so, dass also RedBoost für uns, ich habe nochmal nachgeguckt, da kam letzte Woche auch die Frage, also RedBoost bietet auch die Option an, mit diesen Kanban-Charts zu arbeiten und das bietet natürlich eine gewisse Übersichtlichkeit und auch Transparenz von Informationen und darüber hinaus also bietet RedBoost auch die Möglichkeit, also Dateien zur Verfügung zu stellen, ganze Projektstränge entstehen zu lassen und auch also was war das anderes? Ach so, Aufgaben zu terminieren, auf Wiedervorlage zu legen und sich sogar also Arbeitszeiterfassung zu machen. Also, dass man sagen kann, okay, ich fange jetzt mit der Aufgabe an und schließe die später in 2 Stunden ab und dass man dann weiß, okay, ich habe für diese Aufgabe so und so viel Zeiten gebraucht. Also RedBoost bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Austausch, vor allen Dingen aber auch für ein Projektmanagement, für die Übersichtlichkeit, für die Transparenz der gesamten also Struktur. Andere Projektmanagement-Tools sind also Slack, Apollo und Trello und sie also folgen alle einer ähnlichen Logik und Struktur. Also zum Beispiel Marco, weiß ich, arbeitet mit Apollo und da ist es auch so, da kann man auch also extern, also wie zum Beispiel uns, die wir jetzt nicht Teil von Artivista sind, aber da haben wir einen externen Zugang und können gewisse Informationen einsehen und auch gewisse Aufgaben erstellen. Und also Slack und Trello funktionieren ähnlich. Da kann man Lizenzen kaufen für so und so viele Mitarbeiter oder für so und so viele Teilnehmer. Und dann kann man sich dort austauschen. Und die Logik in diesem Programm ist eine ähnliche. Ja? Also hier habt ihr eine Auswahl an aus unserer Sicht gut funktionierenden und gut aufgebauten Projektmanagement-Tools. Dann haben wir noch den Punkt Online-Kommunikation und ich nenne es mal Kollaboration, also diese Zusammenarbeit. Oder die Tools für die gemeinsame Zusammenarbeit auch. Und da haben wir jetzt mal ausgesucht, wirklich die meist genutzten und bekanntesten, also angefangen von Skype, über Zoom, Vectera und auch Microsoft Teams. Und da ist es so, also Skype, Zoom und Vectera sind vor allen Dingen jetzt hier für Online-Meetings und auch für die gemeinsame Zusammenarbeit, dass man seinen Bildschirm teilen kann. Es gibt bei Zoom sogar die Möglichkeit, also dass man ja auch zum Beispiel, wenn man so ein Webinar macht oder Online-Seminare, so einzelne Räume erstellt, dass sozusagen der Moderator überall in die Räume, wie also wenn man so möchte, wie bei einem Präsenzseminar, wenn man da gewisse Gruppenarbeiten macht, dass man dann die Gruppen besuchen kann und dann wieder auch also aus diesen Gruppen raustreten kann. Das bietet Zoom diese Möglichkeit. Und dann haben wir aber auch noch Microsoft Teams. Und Microsoft Teams ist nicht nur ein also Tool für die Online-Kommunikation, sondern bietet natürlich auch die Möglichkeit fürs Projektmanagement. Ja, also hier eine Auswahl. Und bei weiteren Fragen, also könnt ihr euch auch gerne an uns wenden. Erik ist zum Beispiel ja jetzt gerade online und also der hat da auch schon Erfahrung und steht euch sicherlich also mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Wichtig, da bin ich ja schon drauf eingegangen, also dass die Digitalisierung, dass es da nicht nur darum geht, also wie ich mit neuen Technologien und welche Kompetenzen ich brauche, um damit umzugehen, sondern dass es auch also für uns in erster Linie und vor allen Dingen im Fokus
wir uns angucken müssen, welche Veränderungen passieren in unserem Arbeitsalltag. Bedeutet also, welche Prozesse, welche Aufgaben, welche Verantwortlichkeiten muss ich anpassen? Und da ist es so, dass bei uns vor allen Dingen, also der erste spürbare Effekt war, dass wir also flexible Arbeitszeitmodelle brauchen. Auch wir waren früher ein Unternehmen, was, sage ich mal, 9-to-5 Montag bis Freitag gearbeitet hat. Und jetzt auf einmal war es so, auch mit, sage ich mal, den verschiedensten Anforderungen unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, war es so, dass wir uns also strukturieren mussten. Ja, wir haben also viele Mitarbeiter auch bei uns mit Familie, auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Pflege und oder von Beruf und Pflege ist ein Thema. Und somit also haben wir auch angefangen, unsere Arbeitszeitmodelle flexibel zu gestalten. Und das ist aus unserer Sicht jetzt nicht nur aktuell und, sage ich mal, notwendig während der aktuellen Krise, sondern für uns wird das auch nach der Krise, nach der Zeit nach Corona, also aktuell bleiben, dass Arbeitgeber im Sinne von also einer attraktiven Arbeitgebermarke, im Sinne von Employer Branding, also flexible Arbeitszeitmodelle bieten müssen, um halt attraktiv für zukünftige Arbeitnehmer zu sein. Ja, dann haben wir noch also das Thema Homeoffice. Auch das Thema Homeoffice wird also und ist in der im Ranking, sage ich mal, bei der Wichtigkeit für Voraussetzungen einer gemeinsamen Zusammenarbeit bei Arbeitnehmern sehr, sehr gestiegen. Und auch das wird also in Zukunft weiter steigen. Zum Beispiel bei uns ist es auch so, dass also wir unseren Mitarbeitern zu jeder Zeit also Homeoffice anbieten. Und da ist es wichtig, also gemeinsame Vereinbarungen auch zu treffen und zu gucken, was kann das Unternehmen bieten, aber auch, was kann das Unternehmen aushalten. Also bei uns war es auch zum Beispiel manchmal so, dass wir dann also verschiedenste Konstrukte gefahren haben, also was Arbeitszeitmodelle betrifft, was Homeoffice-Modelle betraf. Und dass wir uns da als Unternehmen schon auch einer ganz schön starken Zerreißprobe, also unternommen haben, also dass wir schon und auch gucken mussten, wie sind die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter, unseres Teams, aber was kann das Unternehmen auch aushalten und leisten? Und für uns war es so, dass wir da eine Vereinbarung getroffen haben, dass es zum Beispiel, wenn es darum geht, um Teambelange, um große Themen, die im Team besprochen werden müssen, wo es auch inhaltlich wird, dass wir die auf jeden Fall also gemeinsam vor Ort im Büro besprechen. Und zum Beispiel ist es ja so, dass wir im Bereich Hotellerie, Gastronomie auch viel Qualitätschecks, Qualitätsmanagement machen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir aufgabenbezogen Homeoffice auch abfragen und anweisen oder abgefragt werden können. Und wichtig ist hier halt also gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, wie man dann auch im Homeoffice also kommuniziert und gemeinsam miteinander arbeiten möchte. Da sind wir in der letzten Woche sehr, sehr intensiv drauf eingegangen. Wichtig kann ich hier nur noch mal auch betonen, ist, dass man also gemeinsam im Austausch bleibt und gemeinsame Vereinbarungen trifft, damit also auch ein jeder weiß, wo kann er sich orientieren für seinen Arbeitsalltag. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem dritten wichtigen Thema aus unserer Sicht, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege und Beruf. Und da ist bei uns auch so, dass dieses Thema mehr und mehr also in den Fokus rückt, was auch vor allen Dingen bei uns also jetzt, sage ich mal, in der Familie betrifft. Ich bin, wie gesagt, ein junger Vater. Meine Oma ist 87 Jahre alt und also das bedeutet, dass wir uns auch immer oder unser Unternehmen auch immer so ein Stück weit gucken muss, welche Anforderungen und welche Bedürfnisse hat die Familie. Denn also es ist so, dass mehr und mehr Menschen also in ein pflegebedürftiges Alter kommen und also dass das leider über unser Gesundheitssystem nicht immer so geregelt ist, sodass die Familien einspringen müssen. Und da ist es wichtig, auch wieder drauf zu gucken, was kann das Unternehmen bieten, leisten und was kann das Unternehmen aber auch aushalten und welche Kompromisse, welche gemeinsamen Vereinbarungen kann man als Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, also wie verändert sich Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit durch die Digitalisierung? Ich habe es ja schon ein Stück weit angedeutet, dass also die Digitalisierung vor allen Dingen auch mit dem Thema Homeoffice einen sehr, sehr großen Einfluss auf diese Themen hat. Und hier möchte ich nur noch mal ganz kurz auf unser Verständnis von Führung eingehen, weil wir das als sehr, sehr grundlegend sozusagen betrachten, wie wir uns Führung angucken und damit dann verbunden auch die Themen Kommunikation und Zusammenarbeit betrachten.
Und zwar der ein oder andere kennt diesen Führungskreis schon. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein. Also, dass wir Führung nie als Ein-Mann-Aufgabe verstehen, ja, wie zum Beispiel in einem autoritären oder sehr, sehr hierarchischen, also diese klassische Pyramidenstruktur, sondern dass aus unserer Sicht also Führung eine Aufgabe der gesamten Organisation, des gesamten Teams ist. Und in deren Mittelpunkt, da seht ihr auch, steht das Thema oder steht der Begriff Organisation. Und hiermit sind die also Aufgaben, die Prozesse und die Strukturen gemeint. Und wichtig ist zu beachten, dass wenn ich also gewisse Aufgaben oder Strukturen verändere, jetzt wie zum Beispiel also in einer Krisenzeit, weil die alten Strukturen nicht mehr funktionieren, dass ich damit auch immer beachten muss, dass ich natürlich auch also die Teamstrukturen oder also das ist mit dem Thema, mit dem Begriff Persona gemeint, also dass ich auch gewisse Dinge in der persönlichen Beziehung zu diesen Strukturen und Prozessen verändern, also was die Teamstrukturen betrifft, was die einzelnen Aufgaben und Verantwortlichkeiten betrifft. Ja. Und dann muss ich mir auch immer noch bewusst werden, dass Veränderungen in der Personal- und Personenstruktur sowie in den Strukturen und Abläufen auch immer strategische Entscheidungen sind und somit auch also sich die Strategie eines Unternehmens ändern kann oder ich mich anders ausrichten kann. Und das hat natürlich auch immer Einwirkungen, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten und natürlich Auswirkungen somit auf die Kultur des Unternehmens. Ja? Und wenn ihr so möchtet, ist das die Innensicht also des Unternehmens, das ist dieser Kreis. Und dann gibt es aber auch noch die Außensicht, die Außenperspektive. Und das bedeutet also, dass wir uns auch immer noch angucken müssen, welche Eigentümerstrukturen gibt es, wie ist der Markt, wie ist der Wettbewerb gerade aufgestellt und welche gesellschaftspolitischen Themen gibt es, wie zum Beispiel eine Krise oder aber ein Fachkräftemangel, ja, oder das Eindringen sozusagen neuer Generationen auf den Arbeitsmarkt. Und da möchten wir sozusagen nochmal darauf hinweisen, dass wir also Organisationen nie als starre Strukturen oder starre Systeme verstehen, sondern als dynamische, lebendige Gebilde und die um eine Aufgabe herum gestaltet sind, ja. Und diese Aufgabe wird sozusagen durch Menschen bearbeitet und ist somit immer durch Kommunikation verbunden. Also deswegen auch, es gibt ja viele, viele Kritiker auch so von Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen, die immer sagen, naja, die bieten alle immer Führungs- und Kommunikationsthemen an, also hast du einen, hast du alle. Und aus unserer Sicht ist das aber also eine sehr schlüssige Struktur, denn Kommunikation und Führung sind für uns also Hand in Hand, gehen Hand in Hand. Denn wenn ich führen möchte, muss ich kommunizieren und also ohne Kommunikation kann keine Führung stattfinden. Ja. Da kommen wir jetzt dann auch also zu der nächsten Folie und zwar, was wichtig ist, also in dem Thema oder in Bezug auf die gemeinsame Zusammenarbeit und das Führen von Organisationen in Zeiten von also sozusagen körperlicher Distanz. Und da haben wir uns also mal an einer Kollegin orientiert, die das aus unserer Sicht ganz, ganz gut zusammengefasst hat, diese Best Practice beim Führen und Arbeiten in Zeiten physischer Distanz. Und zwar finden wir es wichtig, dass ein jeder, also sowohl ob es jetzt in die Arbeitswoche geht oder bevor es in einem Meeting ist, also dass man in eine gewisse Arbeitsverfassung kommt. Zum Beispiel, ich habe im letzten oder in den letzten 2 Jahren so eine Ausbildung gemacht, also zum strategischen Organisationsberater. Und da gibt es aus dem Englischen diesen Coach State. Und der Coach State bedeutet eigentlich nichts anderes, also dass man gesagt, das C steht für Centered, also dass ich meine gesamte Aufmerksamkeit jetzt der Arbeit, die vor mir liegt, widme oder aber dem Meeting. Dann Open heißt also, dass ich eine offene Haltung habe, dass ich erstmal alles mir anhöre, sozusagen was auf mich zukommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe habe, die ich alleine erledigen muss, dann kann man Open damit also sozusagen übersetzen, dass man auch offen ist, dass man sich jetzt nicht nur starr an das Konzept hält, sondern auch querdenkt, ja. Dann hat man das A fällt mir jetzt gerade leider nicht ein, das reiche ich noch nach oder vielleicht fällt es mir jetzt gerade ein später, dass das zweite C steht für Blackout,
H steht auf jeden Fall für Holding. Also wenn man in ein Meeting geht, dass man das auch gemeinsam halten kann. Und die anderen beiden, also das A und das zweite C reiche ich gleich nach, beziehungsweise werde ich am Ende des Webinars nochmal nachreichen. Da seht ihr live, also sozusagen auch, ich bin nicht davor gefeit, mal ein Blackout zu haben. Wichtig kommt, im Austausch bleiben, also dass man feste Meeting und also Kommunikationsregeln hat und dann sozusagen wir zum Beispiel so Check-in und Check-out-Runden haben. Und da ist es so, Check-in-Runden, also kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Hotel oder auch beim Flughafen. Beim Check-in und Check-out, zum Beispiel so für Team-Meetings ist gemeint, dass ein jeder erstmal so sagt, in welcher Verfassung er überhaupt im Meeting ist. Hatte er einen stressigen Morgen? Ist er vielleicht noch gerade bei einem anderen Thema, weil er inhaltlich gerade was bearbeitet hat? Wenn man jetzt zum Beispiel im Homeoffice ist und auf dem letzten Pfiff sozusagen in das Meeting reingeht, ja, ist man überhaupt schon angekommen oder braucht er vielleicht noch 5 Minuten Ruhe und den lässt man dann erstmal ankommen. Und wichtig ist halt, dass man auch die Stimmung im Team abfragt, also wenn man mit Teams arbeitet, dass es vielleicht nicht seit dem letzten Meeting irgendeine Art von Konflikt gegeben hat oder ein Vorfall gab, den es noch zu bearbeiten oder zu besprechen gibt. Und dann sind auch noch wichtig im Austausch bleiben die informellen Angebote, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, also digitale Kaffeepausen, auch mal ein Feierabendbier gemeinsam zu trinken. Zum Beispiel, wir haben nächste Woche im Büro diejenigen, die anwesend sind bei uns, machen Frühjahrsputz. Und also wir, die dann sozusagen digital aus der Distanz zugeschaltet werden, dürfen dann an der Mittagspause die Qualitätskontrolle durchführen und dann aber auch am Mittagessen teilhaben. Ja? Also dass man auch guckt, welche anderen Wege man jetzt in Zeiten von physischer Distanz geht, um trotzdem als Team auch noch gemeinsam im Austausch zu bleiben. Und das haben wir auch schon erwähnt, Führung fängt bei mir selber an, also Selbstführung üben. Das bedeutet, dass ich mir gewisse Tagespläne oder meinen Tagesplan strukturiere und auch Pausen einplane, Stressquellen minimieren, also zu gucken, okay, bei mir ist es also derzeit gerade um die Mittagszeit, wenn meine beiden Söhne Mittag machen, dann brauche ich bei mir nicht drüber nachdenken, ob ich hier irgendwie arbeite. Dann ist es die beste Zeit bei mir, auch den PC runterzuklappen und Mittag aufzumachen, um mir nicht und meiner Familie unnötigen Stress also sozusagen aufzubinden. Kraftquellen stärken, also zu gucken, okay, wann brauche ich auch Pausen, wann muss ich meine Energie also sozusagen wieder aufladen und wann bin ich am produktivsten. Der ein oder andere weiß es von euch schon, ich bin eine Morgenperson, also bin am Morgen sehr, sehr produktiv und bei mir ist nachmittags eher gut für so kreative und auch mal querdenkende Aufgaben. Dann gesunder Umgang mit der Dauerverfügbarkeit. Auch das haben wir bei uns im Team besprochen, dass es irgendwie eine Eigenart ist oder auch mehr bemerkenswert, dass wenn wir jetzt alle aus dem Homeoffice teilweise arbeiten, dass man irgendwie so das Gefühl hat, diese rote 1 bei Apple ploppt auf, ja, und es kommt eine neue Mail rein oder es kommt eine Benachrichtigung, dass man sofort antworten muss, weil man möchte ja zeigen, dass man aktiv, dass man produktiv ist. Und da haben wir ja auch schon besprochen, dass es aus unserer Sicht Sinn macht, also sich gewisse Zeiten zu blocken, wann man Mails checkt, wann man in seine Online-Accounts, also Facebook, LinkedIn guckt und wann man also sozusagen sich gewisse Blöcke wirklich auch für die inhaltliche und produktive Arbeit blockt. Individuelle Routinen schaffen und das ist aber auch eine Aufgabe sozusagen, die in Zeiten von Homeoffice oder generell im Arbeitsalltag wichtig ist, die Priorisierung von Aufgaben zu gucken, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist dringend. Und da können wir auf jeden Fall auch also aus der eigenen Erfahrung sprechen, dass bei uns im Team sich das Eisenhower-Prinzip also bewahrheitet oder bewährt hat. Und das Eisenhower-Prinzip also ist wirklich von dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower entwickelt worden. Und der hat seine Aufgaben also in wichtige Aufgaben und in wichtige Aufgaben und in dringende und nicht dringende Aufgaben sozusagen unterteilt. Und hat denen dann verschiedene Prioritäten sozusagen gegeben. Und wenn man das so möchte, ist wichtig und dringend sind Aufgaben, die im besten Fall am selben Tag erledigt werden. Und wenn nicht am selben Tag, dann auf den nächsten Tag terminiert, ja, sodass man weiß, okay, ich muss also bis diese Frist zum Beispiel erledigt ist oder bis diese Frist auftaucht, muss ich diese Aufgabe erledigt haben. Dann haben wir wichtige Aufgaben, die aber nicht dringend sind. Und diese Aufgaben gilt es in aller Form sofort zu terminieren,
Ja, also zum Beispiel bei uns sind das oftmals auch vielleicht so Fördergeldanträge oder Konzepte, die wir erarbeiten müssen. Die sind jetzt nicht immer sofort notwendig, dass man die bearbeitet. Aber aufgrund dessen, dass wir gewisse Fristen sozusagen bedienen müssen, planen wir uns diese Aufgaben. Dann gibt es die unwichtigen und nicht dringenden Aufgaben. Da kann man sich sehr gut also an diesem Papierkorb von Fredmund Malik orientieren. Die kann man sofort wegschmeißen, weil dadurch, dass die nie dringend sind und auch nie wichtig, sind die auch nicht wert, sozusagen bearbeitet zu werden. Und da kann man das entweder in den digitalen Papierkorb oder, wenn man möchte, auch in den analogen Papierkorb schmeißen. Und dann gibt es noch die Aufgaben, die nicht dringend und wichtig sind. Und die gilt es ebenfalls, sage ich mal, zu terminieren. Aber da kann man zu gucken, langfristig. Ja, also bei uns sind das zum Beispiel so Sachen wie Seminarbeschreibung anzupassen oder unsere Webseite sozusagen neu auszurichten, die oftmals sehr, sehr langfristig geplant sind, diese Veränderung oder neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und dass man dann sich auch ganz konkrete Termine setzt, um die dann also in diesen Klausuren oder gemeinsam Teammeetings zu bearbeiten. Ja, und das zeigt auch schon auf, also das Führen und Zusammenarbeit in Zeiten von physischer Distanz, also sage ich mal, auch ein Balanceakt ist und also auch ein Stück weit immer in einem gewissen Spannungsfeld steht von strategischer Arbeit und operativer Arbeit. Und viele von euch kennen das vielleicht, die auch in einem etwas kleineren Unternehmen arbeiten. Also da ist es ja oftmals so, dass Strategie und Operative auch Hand in Hand gehen. Und deswegen also sehen wir auch die Führungskraft immer so als ein Jongleur, ja, der also Veränderungen auf jeden Fall mitgestaltet, auch ein Stück weit aktiv anstößt und also auch immer dafür sorgt, dass das Team, dass das Unternehmen oder die Abteilung in Bewegung bleibt. Und jetzt vor allen Dingen in Zeiten des digitalen Wandels und der Digitalisierung ist also vor allen Dingen eine offene Haltung der Führungskräfte notwendig, denn dieser Balanceakt aus das Ganze im Blick zu haben, auch zu gucken, welche strategische Ausrichtung hat das Unternehmen, das Team oder diese Abteilung, bedarf natürlich auch einer gewissen Flexibilität, was für Einwirkungen und Auswirkungen der Markt mitbringt, der Alltag, also zu gucken, dass ich flexibel auf gewisse Einflüsse von außen oder aber auch aus dem Team reagieren kann. Und diese Spannungsfelder gilt es also als Führungskraft immer wieder auszubalancieren und das Allerwichtigste, nicht zu aufzugeben, wenn mal etwas nicht klappt und aus den Händen gleitet. Also, dass man nicht sofort den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man guckt, okay, dass man eine aktive Fehlerkultur auch entwickelt, eine gewisse Resilienz, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, ja, und so sagt, okay, dann stehen wir halt wieder auf. Und wenn es das 10. Mal ist, dass wir aufstehen, es ist der 10. Fehler, aus dem wir gewählt haben. Wichtig ist, dass es nicht 10-mal der gleiche Fehler ist, ja, sondern dass man schon auch eine gewisse Entwicklung verfolgen kann. Aus dem Zusammenhang und mit unserem Führungsverständnis, also ist es so, dass, wenn man so möchte, unser Hauptpunkt bei dem Thema Führung und Kommunikation ist, also dass Führung in Zeiten von dem digitalen Wandel, also auf der einen Seite Verbindung bedeutet, dass ich gucke, dass ich im ständigen Austausch mit den Akteuren bin oder mit meinem Team, mit den Beteiligten, die mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und aber auch Führung bedeutet ein Stück weit Entscheidung und somit auch Distanz zu haben, den Blick auf, also von außen auf das Ganze, also sozusagen werfen zu können. Also ich darf nicht zu nah an der Sache dran sein, sondern brauche auch eine gesunde Distanz, um also mein System sozusagen von außen betrachten zu können, um diese Entscheidungsfähigkeit, die als Führungskraft einfach wichtig und also dann auch unabdingbar ist, beibehalten zu können. Und somit ist es immer ein Ausbalancieren von Risiko auf sich nehmen und auch Stabilität sozusagen zu gewährleisten. Ja. Und da ist es so, da möchten wir jetzt mit euch, das hatten wir ja in der letzten Woche auch schon ein Stück weit angedeutet, so eine kleine Zeitreise nochmal kurz machen. Und die ist sogar ein bisschen größer geworden als angedeutet. Also wir hatten ja ursprünglich gesagt, dass wir eine Zeitreise ins Jahr 1980 und 2040 machen. Wir sind so jetzt sogar bis zur Jahrhundertwende zurückgereist und haben uns nochmal angeguckt, also wie waren die Arbeitszeiten und wie waren auch so ein Stück weit die Arbeitsbedingungen um die Jahrhundertwende und wie wird sie vielleicht auch zukünftig aussehen. Und links, also der ein oder andere von euch kennt den Namen auf jeden Fall. Bei mir kommt immer sofort der Schauspieler, also Armin Müller-Stahl als Bild, und zwar die Buddenbrocks, also um die Jahrhundertwende Thomas Mann.
Und da ist für mich, dass dieser Vater von den Buddenbrooks also so stellvertretend dieses Bild des ehrbaren Kaufmanns absolut widerspiegelt. Und in Zeiten des ehrbaren Kaufmanns, also ist es so, dass es darum ging, der ehrbare Kaufmann, wenn man so möchte, ist so der Prototyp von, also für einen respektvollen Umgang in der Geschäftswelt, in der Arbeitswelt, sowohl was mit Kunden betrifft, aber auch also was mit seinen Mitarbeitern betrifft. Damals gab es ja viel Fabrikarbeit und Industriearbeit, aber auch was, sage ich mal, eine nachhaltige Denkweise betrifft, ja, nicht jetzt einfach nur auf schnellen Gewinn orientiert zu sein, sondern auch zu gucken, wie besteht das Unternehmen vielleicht in der zweiten, in der dritten Generation fort. Und da haben wir uns mal angeguckt, was so das Thema Arbeitsbedingungen betraf und die durchschnittliche Arbeitszeit. Und die durchschnittliche Arbeitszeit um die Jahrhundertwende lag so um die 70 Stunden. Ja? Also da gab es also noch teilweise die 7- oder also 6-Tage-Woche, meistens Montag bis Samstag, aber dass man da schon 10 bis 12 Stunden auch in den Fabriken arbeiten musste. Und da möchten wir einfach nur auch die Entwicklung so aufzeigen, wie wir sie zukünftig sehen. Dann also kam die Globalisierung, ja, hat dann sozusagen also ihre Anfänge irgendwann genommen nach dem Zweiten Weltkrieg und also hat sich dahingehend entwickelt, dass wir Aktienmärkte haben, dass wir internationale agierende Konzerne haben und dass sich aber die Arbeitszeit auch ein Stück weit schon also gesenkt hat. Und da sind auch also zum Beispiel so dieses Thema Gewerkschaften, Gemeinschaften, Arbeitnehmergemeinschaften. Und jetzt haben wir dann so das Jahr 2020 und wenn man so möchte, also werden wir auch ein Stück weit durch die Digitalisierung also immer mehr in eine Situation kommen, sage ich mal, wo Arbeit und Freizeit sich immer mehr, sage ich mal, in einem gemeinsamen Level wiederfinden werden. Und unsere Prognose dazu, beziehungsweise das, was uns vielleicht auch in den letzten Jahren so ein Stück weit verloren gegangen ist, ja, also diese Werte, diese Moralvorstellungen, also die ich vor allen Dingen immer so mit diesem Thema Aktienmärkte, Finanzkrise, also auch bei mir persönlich immer mit verbinde, ist so, dass wir auf jeden Fall der Meinung sind, dass diese Werte und Moralvorstellungen des ehrbaren Kaufmanns in Zukunft in der Arbeits- und Geschäftswelt auch wieder eine größere Rolle spielen werden, dass wir auch, also das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility sind da ja nur 2 Schlagworte, dass das auf jeden Fall auch mehr Bedeutung und Gewichtigkeit bekommen wird in unserer zukünftigen Arbeitswelt. Und wenn ihr so möchtet, ist es so, dass die Digitalisierung auf der einen Seite uns Arbeitsprozesse und Aufgaben vereinfacht, ermöglicht, schneller abzuarbeiten und digitalisiert, automatisiert. Das bedeutet aber aus unserer Sicht, dass Kommunikation und Führung immer wichtiger werden und Kommunikation und Führung im Sinne von der persönliche Austausch, die persönliche Beziehung, das gemeinsame Miteinander werden in Zeiten körperlicher Distanz wird diese sozusagen digitale Nähe durch eine wirksame Führung, durch eine wirksame Kommunikation und durch eine wirksame Zusammenarbeit im Team immer wichtiger werden. Und das heißt also, wenn wir uns mal nochmal kurz in die Kommunikationslehre abdriften. Es ist ja so, dass wir die Sach- und Beziehungsebene haben und dass vor allen Dingen also auf der Beziehungsebene hauptsächlich kommuniziert wird. Ja? Also bis zu 80%, wenn man sich sogar in Krisen oder in Konflikten befindet, dann geht die Beziehungsebene sogar bis zu 90% hoch. Das heißt, es geht fast ausschließlich nur um die gemeinsame Beziehung und fast nie um das, was besprochen wird, also nie um den Inhalt, der ist dann fast immer meistens nebensächlich. Und also wir sind der Auffassung und der Meinung, dass das auf jeden Fall auch in Zukunft ausschlaggebend wird für erfolgreiche und wirksame, sage ich mal, Zusammenarbeit. Denn wie gesagt, gewisse Aufgaben werden automatisiert, vielleicht auch von dem einen oder anderen Roboter oder der Maschine übernommen. Aber dann ist es umso wichtiger, dass die Maschinen bedienen und die da sozusagen für verantwortlich sind und in dem Austausch stehen, auf einer Wellenlänge gemeinsam miteinander kommunizieren und dass da sozusagen die Beziehung, das gemeinsame Miteinander stimmen. Ja, hier, das könnt ihr euch im Anschluss nochmal angucken, das haben wir nochmal als Zusatz mit reingenommen, so die Eckpunkte für den ehrbaren Kaufmann und was den so beschreibt. Und Kaufmann, das möchte ich an dieser Stelle nochmal bedeuten, heißt jetzt nicht nur also, dass das sozusagen für Kaufmänner im Sinne von also Industrie oder irgendwelchen Menschen sind oder Unternehmen,
die irgendwelche Produkte anbieten, sondern natürlich auch in erster Linie für die Dienstleistungsbranche, also Tourismusindustrie, für die Hotellerie, Gastronomie. Also jeder, der mit irgendeiner Art und Weise mit Menschen in Kontakt kommt, also kann sich an diesem Bild orientieren, denn der ehrbare Kaufmann, da könnte man dann auch / Dienstleister schreiben, ja, nur noch mal, um das Bild auch so ein Stück weit zu erklären. Ja, und hier kommen wir dann auch noch zu unserer Prognose. Ihr habt also am Eingang, sind wir darauf eingegangen, also welche Berufsgruppen auch so ein Stück weit durch die Digitalisierung so ein Stück weit leiden. Leiden ist ein, ja, ich nenne mal so gewaltvoller Begriff, aber ein Stück weit, also wo auch der größte Einfluss der Digitalisierung hat. Und also auf jeden Fall Führung und Kommunikation werden profitieren. Das ist auf jeden Fall unsere ganz klare sozusagen Vorhersage. Und damit auch einhergehend IT-Experten, Lehrkräfte, Juristen, Psychologen, Manager und also alle, die sozusagen vor allen Dingen in den gemeinsamen Austausch mit ihren Klienten, Kunden und auch Netzwerken kommen. Ja, und dann zum Abschluss, wenn Ihre Firma klug investieren will, sollte sie beim Wissen ihrer Mitarbeiter beginnen. Ja, und das ist für uns also auch dann der beste Übergang auf unser nächstes Webinar in der nächsten Woche zum Thema Personal- und Unternehmensentwicklung. Denn für uns heißt es jetzt auch in der Zeit, also sozusagen der Krise und von Corona, sich auch strategisch auszurichten, sich neu also zu orientieren. Und da haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Portfolio, wo wir also, sage ich mal, Unternehmen, aber auch kleine Teams, Abteilungen oder auch Selbstständige unterstützen können. Und in der nächsten Woche werden wir euch also auch nochmal vorstellen, was für Art Projekte wir durchführen, wie wir die durchführen und was es alles so für Möglichkeiten auch gibt im Sinne von Personal, Team und Unternehmensentwicklung. Ja, damit bin ich dann jetzt beim Ende und freue mich also auf eure Fragen, freue mich auf also auch den Austausch jetzt gleich mit euch im Anschluss und warte mal, dass Marco dazu kommt. Hallo. Es gab kurz eine Frage hier in dem öffentlichen Bereich. Die letzte Grafik, diese große Kreisgrafik, die du angezeigt hattest zum ehrbaren Kaufmann, woher die Grafik stammt, das ist ja keine Moritz-Grafik. Mhm. Wo kann man sowas finden? Also ich habe die bei mir aus dem Studium, also in einer meiner Studienunterlagen gefunden und fand die sehr, sehr gut. Ich kann jetzt nochmal in der Studienunterlage finden, ob da eine Quelle angegeben war, aber ich habe das im ersten jetzt erstmal nicht gefunden. Ich weiß aber, dass es auch eine Seite gibt, www.der-ehrbare-kaufmann.de und da, ich glaube, da ist die her. Also ich würde das nochmal nachreichen, weil ich das jetzt in der Studienunterlage nicht sofort finden konnte, aber im Endeffekt ist es also auf jeden Fall von dieser der-ehrbare-kaufmann.de. Mhm. Und dann gab es hier noch eine Anmerkung. Also ich hatte selbst mal schon kurz geschaut zu dem Thema Coach und zu dem Coach State und dann auch die zwei fehlenden Teile gefunden, das A und das C. Das A stand dann für Aware und das C für Connected, also verbunden, was ja wunderbar zur Digitalisierung passt, weil wir genau in diesen Trend gehen in Richtung Industrie 4.0. Das heißt, unsere Geräte sind multimedial miteinander vernetzt, eben verbunden. Dazu hatte Michael auch noch ganz interessant zum Thema Coach Aneinanderreihung, ein Cover quasi geliefert nach Birkenbiel und er hatte hier geschrieben, C steht für Come Together, O für Orientation, A für Analysis, also die Systemanalyse, C für Change, und H für Harbor, also der Hafen, die Zielerreichung und den Abschluss. Nur das ist eine kurze Ergänzung dazu. Genau, und also ich glaube, das, was ich, also sage ich mal, in den Unterlagen bei mir da gefunden hatte, das war nämlich genau, also centered für sozusagen zentriert Fokus haben, O für open oder orientiert sein, A für Analysis, also dass man sich schon darauf guckt, also was ich jetzt überhaupt systemanalytisch bearbeiten will, C für
Change oder Standard und dann H für Holding oder haltend und Zielerreichung. Ja, das macht schon Sinn. Mhm. Ja, anfangs gab es noch eine kurze Frage zum Bereich der Einweisung. Also wenn jetzt zum Beispiel, sei es eine neue Mitarbeiterin oder ein bereits bestehender Mitarbeiter, der seit 10 Jahren im Unternehmen ist und irgendwann kommt eben heraus, wie auch immer, dass es da Nachholbedarf gibt im Bereich Zoom oder auch im Bereich Microsoft Teams, PowerPoint oder ähnliches. Wie findet diese Einweisung statt? Wie findet die Bedarfsanalyse statt, wenn es um den Bereich Digitalisierung und Kompetenzen der Mitarbeitenden geht? Also bei uns ist es so, dass wir oftmals ja schon im Bewerbungsprozess beziehungsweise in den Vorgesprächen, also das abfragen und auch sagen, dass wir sozusagen in der Apple-Welt sind, dass wir gewisse technische Fähigkeiten voraussetzen und die dann auch ganz konkret bei unseren Interessenten und vielleicht auch zukünftigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abfragen. Und dann ist es so, dass wir auch ein Stück weit gucken, also in der Einarbeitung, wir haben ja einen Onboarding-Prozess, wir haben auch, wenn man so möchte, Probearbeiten möglich, ja, also dass wir da also dann auch immer schon sagen, okay, das sind die Accounts, mit denen wir arbeiten oder das sind die Programme, mit denen wir arbeiten, hast du da Erfahrung oder welche Erfahrung hast du mit anderen Programmen und Tools, und da nehmen wir uns wirklich oftmals die erste Arbeitswoche komplett für Zeit, also so eine Art Kompetenzanalyse, was Technik und also technisches Verständnis betrifft, zu machen, um dann auch recht schnell handeln zu können und zu sagen zu können, also ja, wir müssen jetzt hier nochmal Word, Excel, PowerPoint-Schulung machen oder hier macht es Sinn, dass einer von uns sich mit dem Team hier unser also Projektmanagement-Tool zeigt, und das machen wir dann sozusagen Stück für Stück, je nachdem, wie die Arbeitsprogramme oder Arbeitspakete geschnürt werden, und machen das im Rahmen des Onboarding-Prozesses. Und der Onboarding-Prozess bei uns, also nur das nochmal vielleicht für so ein Verständnis zu sorgen, dauert also auch bei uns zwischen 6 Monaten und 1 Jahr. Also ein Onboarding-Prozess, da reden wir jetzt nicht über eine Woche, dass das dann erledigt ist, sondern dass wir dann immer wieder gucken, okay, wie ist jetzt die Auseinandersetzung mit der Technik und auch mit den Programmen vorangeschritten, dann gehen wir sozusagen wieder in gemeinsame Gespräche. Das erste Gespräch findet meistens nach 2 Wochen statt, dann nochmal eins nach 4 Wochen, und dass man das dann so streckt. Man kann natürlich auch, mal ganz kurz einzuhaken, versuchen, verschiedene Prozesse davon zu automatisieren, dass man sagt, okay, alles, was jetzt immer wieder auftaucht, gerade wenn es darum geht, wie sind die Prozesse im System, was passiert da kann man sich so eine Knowledge Base anlegen. So machen wir das zum Beispiel, dass wir hier sagen, okay, mit welchen Tools arbeiten wir, dann so eine Kickstart-Serie, pass auf, das sind die Prozesse im System etc., um hier an der Stelle so, also gerade wenn da neue Leute dazukommen, dass sie auch suchen können, hier irgendwas eintippen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber er sucht dann, er findet jetzt nichts dazu, in der Datenbank entsprechend die Ergebnisse. Das heißt, man kann hier das Onboarding, da natürlich das Unternehmen dann auch an der Stelle, wir sind ja beim Thema Digitalisierung, auch entsprechend entlasten. Und hier gibt es verschiedene Tools, sei es dann für WordPress, dass man da ein Knowledge-Base-Plugin hat und hier sagt, okay, mit diesen Tools arbeiten wir, so funktioniert das. Und Paul kennt das, wir als Agentur arbeiten zusammen, arbeiten hier mit Apollo, hatte ja Paul gesagt. Hier haben wir zum Beispiel zum Umgang mit Apollo einen Onboarding-Prozess, dass man sagt, okay, so lege ich eine Aufgabe an, da findest du die Kontakte, da findest du den Kalender, damit nicht jedes Mal ein Mitarbeiter daneben sitzen muss. Man macht dann vielleicht nochmal eine kleine Einweisung, eine halbe Stunde, hat danach aber die Videos fertig, mit denen dann der Kunde an der Stelle arbeiten kann. Und toll ist bei WordPress, wie gesagt, gibt es die Minerva, ich schreibe es mal kurz in den Chat. Finden wir zum Beispiel super. Minerva Knowledge Base ist ein wunderbares Tool, um sowas zu machen. Oder Fleek zum Beispiel ist auch ein tolles Tool, mit dem man Screenshots machen kann von den Arbeitsprozessen. Also jetzt, ich rede jetzt nicht davon, wie das Unternehmen in sich funktioniert. Kann man natürlich auch versuchen, sowas abzubilden.
Aber manchmal sind es ja auch diese ganz einfachen Dinge. Wo habt ihr denn die Dokumente abgelegt? Wo finde ich die Kontakte? Wo finde ich die Timeline? All diese Dinge, da muss nicht jedes Mal ein Mitarbeiter daneben sitzen und das erklären. Hier kann man sich wirklich eine kleine Wissensdatenbank anlegen. Mit Fleek zum Beispiel macht man nur Screenshots. Und jeder, der jetzt ja scheu ist und nicht in die Kamera sprechen möchte oder auch kein Voice-Over machen möchte, der kann hier eine fantastische Funktion nehmen. Man tippt einfach den Text ein zum Screenshot und daraus wird dann automatisch die Sprache generiert. Das klingt sogar recht vernünftig für den deutschen Markt. Meistens sind diese Sprachtools ja nur auf dem englischen Markt, dass man sie gebrauchen kann. Aber das klingt zum Beispiel auf dem deutschen Markt auch recht vernünftig. Und dann hat man seine Screenshots nacheinander fertig, beschreibt kurz, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und daraus wird automatisch ein Film generiert. Und diese Filme können dann wieder in eine Wissensdatenbank zusammengefasst werden. Und neue Mitarbeiter können direkt hier, was das technische Umfeld angeht, den Onboarding-Prozess im Prinzip selber abarbeiten oder auch in Form einer Wissensdatenbank immer wieder mal reinspringen, wo ist denn dieses oder jedes einfach abgelegt. Das nur ganz kurz Einwurf. Bei uns zum Beispiel ist es auch so, dass wir das also auch ein Stück weit unter Qualitätsmanagement verstehen. Also oftmals wird ja Qualitätsmanagement immer so als Regeln, Normen befolgen und Standards sozusagen verstanden und auch aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht missinterpretiert. Wir haben das auch wirklich also im Rahmen unseres Qualitätsmanagements so geordnet, dass also der Onboarding-Prozess auch ganz, ganz detailliert und strukturiert in unserem Qualitätsmanagement-Handbuch geschrieben ist und dass wir dort auch also anfangs sogar auf unsere Unternehmensphilosophie, auf die Struktur, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wo, in welchen Bereichen sind wir unterwegs, also sogar also das beschreiben. Denn also aus unserer Sicht ist Qualitätsmanagement viel mehr als einfach nur das einfache Befolgen von Standards und Regeln, sondern wenn man Qualitätsmanagement richtig anstellt, dann ist das ein Teil der strategischen Unternehmensausrichtung und Entwicklung. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage von mir. Können bestimmt viele nachvollziehen, das Problem. Wir arbeiten natürlich auch mit unseren Arbeitsabläufen, mit unseren To-Dos, mit dem Kanban-Board und da. Das Problem ist natürlich, diese Prozesse immer zu pflegen. Und man selber hat natürlich die beste Motivation, das auch zu machen. Und man verbringt auch Zeit damit, das aufzubauen und die Arbeitsabläufe und die Tasks alle einzupflegen. So, jetzt kommt das Team dazu. Bei zwei Leuten geht's vielleicht noch. Wie du schon gesagt hast, wir holen unsere Kunden mit in unsere Arbeitsoberfläche rein. Das heißt, beim größeren Projekt sind dann auch mal schnell 5 oder 10 Leute, die dann an diesem Projekt arbeiten. So, die Leute pflegen natürlich in der Regel das System nicht. Das heißt, sobald aber einer nicht mehr wirklich dran arbeitet und die Sachen nicht richtig einpflegt und statt in dem Tool zu kommentieren, zu schreiben, dann wieder E-Mails an alle rumschickt, bricht natürlich so ein System zusammen. Was gibt es da für Möglichkeiten, das zu verhindern? Dass man versucht, die Leute wirklich alle am Ball zu halten, ja, damit auch so ein System dann in der Praxis umsetzbar ist, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Also was wir oftmals machen ist, das hatte ich ja gerade auch schon nochmal angedeutet, also wir haben viele Projekte auch, die sich so zum Thema Projektmanagement, Strategie und auch gemeinsame Zusammenarbeit also gerade bewegen. Und was wir oftmals da machen ist, dass wir einen ganzen Workshop also gemeinsam konzipieren und dann durchführen, wo wir uns zu der gemeinsamen Zusammenarbeit und der gemeinsamen Arbeitsweise, also wenn wir jetzt über Teams in einem Unternehmen oder eine Abteilung in einem Unternehmen reden, also sozusagen auseinandersetzen und dieses besprechen und bearbeiten und dass man dann natürlich also bis hin sogar zu gemeinsamen Werten entwickeln kann, von denen man dann also Leitfäden oder gemeinsame Regeln für die gemeinsame Zusammenarbeit ableiten kann. Und dann versuchen wir das übrigens über Verantwortlichkeiten und Projektteams zu regeln. Also, dass wir im Endeffekt immer gucken, wo sind auch Kompetenzen? Denn es ist wichtig, dass die Leute, die mit den Medien und mit den Tools arbeiten, natürlich dann auch im Idealfall mit die besten und also meistentwickelten Kompetenzen und das Know-how haben. Und dass man dann sagt, okay, gibt es die Rolle des
Projektleiters? Gibt es einfach die Rolle des Projektbearbeiters im Sinne von, hier ist ein Trainer, der muss nur seine Aufgaben anklicken, wenn er sie erledigt hat, ja? Also wie wird das verwaltet? Und das können wir oder das oftmals bearbeiten wir in Workshops, also ob nun digital oder aber auch gemeinsam bei Präsenzworkshops und regeln, also legen gemein oder erarbeiten gemeinsame Regeln, Standards für die gemeinsame Zusammenarbeit und legen Verantwortlichkeiten fest. Und dann ist es so, dass wir die Unternehmen oftmals auch in der Umsetzung begleiten. Also dass wir dann immer in gewissen Abständen auch eine Evaluation im Team machen, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht funktioniert, was muss geändert werden, was sind so eure Erfahrungsberichte. Und habt ihr ein Tool, welches wirklich quasi so ein Hub ist, wo alles zusammenläuft? Weil Digitalisierung gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ich hatte ja gerade selber hier über Wissensdatenbanken, über Trello, über Kanban-Boards, über Chat-Funktionen, Webinare wie dieses. Es gibt ja viele Möglichkeiten, digitale Tools zu nutzen. Habt ihr irgendwo ein zentrales Element, dass ihr sagt, okay, das ist wirklich unser Herz. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Oder andersrum ausgedrückt, da ist alles zusammengefasst. Hier findet man alles und von hier aus, quasi von der Sonne ausgehend strahlend, sind dann die anderen Tools drumherum nur angehangen. Also das wäre dann wirklich unser Server. Und da haben wir eine gewisse Serverstruktur entwickelt, die sozusagen mit unseren Projektmanagement-Tools verlinkt ist. Und also, sage ich mal, wenn der Server nicht gepflegt wird, also ob das nun die Projektstruktur, unsere Datenbanken, unsere Bibliothek ist, die sozusagen dann in die Projektmanagement-Tools eingepflegt werden können, ja, dann wäre da sozusagen Schluss. Okay. Und aber das machst du? Da sind wir auch also mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten unterwegs. Und zwar haben wir das nach Beratungsbereichen, also im Endeffekt geclustert. Und da ist es so, dass es den Bereich der Akademie gibt. Da ist meine Mutter für verantwortlich. Ich bin für, wenn man so möchte, die Business Consulting und unseren gesamten Beratungsbereich verantwortlich. Und dann haben wir noch einen administrativen Bereich, für den unsere Büroadministration also und Qualitätsmanagerin Virginia Wiedersek also zuständig ist. Und somit haben wir Zuständigkeiten. Und wenn jetzt zum Beispiel was sich in der Ordnerstruktur oder generell in den Abläufen verändert, muss das im Endeffekt ein von uns drei immer gemeldet werden. Und wir gucken dann, wie kann das umgesetzt werden mit denen, die die Idee reingebracht haben oder gesagt haben, das muss sich verändern, um dann also nicht diese Verantwortlichkeiten zu übergehen. Und wenn was schiefläuft, war es Eriks. Genau. Einer muss ja schuld sein. Genau, das ist immer der Neuzugang dann, genau. Der Neuzugang, genau. Sehr schön. So, haben wir noch Fragen hier? Habt ihr noch Fragen? Dann nutzt die Chance. Die Beratung bei Moritz Consulting ist sonst teuer. Jetzt könnt ihr kostenlos fragen. Nein, es gibt kein teuer. Es gibt nur ein angemessen oder nicht angemessen. Und ich denke, Moritz macht das mehr als angemessen. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann sehen wir uns wieder. Paul hatte gesagt, nächste Woche, das stimmt nicht ganz. Wir haben eine Woche aufgrund der ganzen Feiertage dazwischen. Wir sehen uns am 4. Juni wieder zum Thema Personal- und Unternehmensentwicklung. Und ich weiß, das ist so ein Steckenpferd von Paul unter anderem. Magst du noch mal einen ganz kurzen Satz dazu sagen, was da auf uns zukommt? Also im Endeffekt geht es darum, dass wir uns angucken, Personal- und Unternehmensentwicklung ist ja auch so ein riesen komplexes Thema und kann ja oder wird unterschiedlich ausgelegt und auch aufbereitet. Wir wollen den Fokus eigentlich auf Medien und Formate legen, die aus unserer Sicht also auch jetzt in die Corona-Zeit passen, die einhergehen mit dem Thema Unternehmensentwicklung und auch strategische Ausrichtung. Und wie das auch ein Stück weit aufgebaut ist. Also welche Beratungslogik wir ein Stück weit auch anbieten. Denn also der Begriff eines Beraters ist ja leider nicht geschützt, ja. Und von daher wollen wir euch ein Stück weit an die Hand nehmen und gucken, wie wir welche Formate wir haben, welche Methoden wir anwenden und wie das also gemeinsam auch oftmals in Projekten umgesetzt wird. Und da gucken wir uns dann also vor allen Dingen den Fokus an auf Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Okay,
Erik, hast du noch ein letztes Wort für uns? Für heute, für jetzt. Ja, weiter so, würde ich sagen. Dass wir das Ganze hier digital organisieren, ist ja schon ein guter Anfang, beziehungsweise wir machen da gut weiter. Die Zusammenarbeit mit dir, Marco, klappt wunderbar. Du hast uns da ganz viel geholfen, was sozusagen uns auf diese digitale Schiene bringt. Du weißt selbst, wir arbeiten zurzeit sehr stark daran, auch die Formate, die wir haben. Also Paul hat es ja bereits angesprochen. Wir machen sehr viel in der Kommunikations-, aber auch in der Führungsentwicklung, haben sehr viel Erfahrung in diesen Präsenztrainings und arbeiten diese Formate gerade um, so dass wir das auch als Webinar anbieten können. Und das klappt zurzeit ganz gut. Wir freuen uns auf die weitere Unterstützung von dir. Und falls diejenigen, die jetzt gerade keine Zeit mehr hatten zu fragen oder keine Lust, falls die auf uns zukommen möchten, bitte herzlich gern. Sie finden ja die Kontaktdetails auch in dem Handout, das Sie hier runterladen können. Und da freuen wir uns sehr. Wie du gesagt hast, es gibt kein Teuer, es gibt nur sehr gute Investitionen und bei uns lohnt sich das auf jeden Fall. Dankeschön. Paul, da möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben zur Mittagspause. Ey, Paul, du bist heute unglaublich in der Zeit. Ja, das ich bin ja auch lernfähig und von daher, eigentlich finde ich, beschreibt die letzte Folie unserer Präsentation das also schon sehr, sehr gut. Das heißt also, wer auch in sein eigenes Unternehmen entwickeln will und das immer oder stetig daran interessiert ist, muss in das Wissen seiner Mitarbeiter investieren. Und das ist auch nicht einfach nur dahergesagt, sondern die Projekte und die Erfahrungen, die wir machen, zeigt, dass sich das auch auszahlt. Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei euch für die Zeit, bei allen anderen auch für die Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn Fragen sind, stellt die Fragen, nutzt die Möglichkeit. Die Kontakte sind im Handout. Schreibt mir eine Mail, schreibt der Moritz Consulting die E-Mail. Wir sind da, um zu helfen, damit wir alle sicher durch die Krise kommen. Das ist das Thema dieser vierteiligen Serie. Und das nächste Mal sind wir dann beim vierten Teil dann auch angekommen. Nutzt da doch mal die Möglichkeit. Bis dahin würde ich sagen, ein paar schöne Feiertage. Mhm. Und ja, gerne. Danke, Inge. Gerne. In dem Sinne, wir sehen uns. Ciao. Danke. Tschüss.